Okay, Leute, ich will auf jeden Fall eins sagen. Diese Spoiler sind auf jeden Fall übertrieben krass. Tabata haut hier unnormal raus. Und wenn ich sage wirklich unnormal, dann ist es übertrieben krass. Es gibt Dinge, mit denen man gerechnet hätte in diesem Kapitel, okay? Aber wow. Wirklich, das ist echt wow. Wirklich, ohne Scheiß, Leute. Jedenfalls will ich hier nochmal klar sagen, das hier ist natürlich ein Spoiler-Talk. Ich rede hier ausschließlich nur über die Spoiler, also die Bilder, die Kotze hat auf Twitter und sonst wo auf Reddit und überall anderen Social-Media-Dinger geleakt worden sind. Und das hier ist keine Review. Also eine Review kommt auf jeden Fall morgen, beziehungsweise Samstag oder Sonntag. Das kann ich nicht genau sagen, immer zu 100%. Da kann immer was dazwischen kommen. Deswegen will ich Ihnen das nur klar machen. Also erwartet jetzt hier keine volle Review. Und hier kann ich auf jeden Fall nur sagen, in der Videobeschreibung habe ich die Spoiler verlinkt, da könnt ihr euch die Bilder selber nochmal anschauen und ich will auf jeden Fall hier klar machen, dass diese Spoiler zu Kapitel 280 unnormal krass sind. Also ehrlich, was man hier bekommt, ist einfach nur geisteskrank. Tabata hat wirklich Bock drauf und es ähnelt natürlich wieder bei den Elfensaga, dass sie komplett Black Clover in einer Art von Weise wie es endet gerade. Natürlich wird die Serie noch lange laufen, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das ist immer so eine Sache von ihm, weil das, was er hier macht, ist irgendwie abgefahren. Wo fange ich eigentlich jetzt erstmal an? Wir sehen natürlich, zum letzten Kapitel wissen wir, dass da zwei Teufel gekommen sind, die ja halt aus dem Unterwelt kommen, weil das Tor ja von Morris geöffnet worden ist. Das Allerwichtigste, was halt eben klar und deutlich war, ist nämlich, dass Nacht komplett gescheckt hat, wie stark diese Teufel sind. Und er weiß, okay, warte mal kurz, welcher wirkliche Gegner könnte jetzt gegen diese zwei eigentlich irgendwie gewinnen? Wer würde das schaffen? Weil Nacht muss jetzt durchdenken, okay, wenn er jetzt diese bekämpft und vielleicht mit etwas Glück gewinnt und er weiß nicht, dass er gewinnen kann, dann weiß er nicht, dass er Morris aufhalten kann, weil jemand muss Morris aufhalten. Das ist jetzt das Allerwichtigste und das ist ich weiß auch nicht, Leute, das ist wirklich das Allerwichtigste, was jetzt Nacht hier denkt. Wir müssen nochmal erwähnen, dass Plumede, die Katze, also der Teufel, die Teufelskatze von Nacht, gerade nämlich wirklich am Zittern ist. Diese Katze hat unnormal Angst, weil das sind ja kleine untere Teufel, die ja wirklich immer Angst haben von diesen hochrangigen natürlich Teufel. Das ist alles unnormal krass, ist auch logisch. Und Nacht hat keine andere Wahl und fragt hier Plumede ganz einfach, Plumede, würdest du bitte mit mir hier sterben? Und das hat Nacht hier wirklich einfach so gesagt mit dem Wissen, er wird jetzt hier gegen die kämpfen. Er dachte zuerst an Asta, weil er weiß, dass Asta derjenige ist, der die besiegen könnte mit seiner Kraft, aber das bringt jetzt alles nichts und das klappt nicht. Deswegen weiß er jetzt, wenn er sich jetzt hier opfert, dann würde das vielleicht noch klappen, weil das muss funktionieren. Und Digga, das wird alles noch schlimmer, denn jetzt geht es halt nämlich ab. Ich fange jetzt wirklich komplett hier an, weil wir wissen auf jeden Fall eins und wir haben damit vielleicht gerechnet, dass es aber so schnell geht, ist natürlich eine Sache für sich. Wir haben die Dark Triaden auf 100% und mit ihrer vollen geilen Form. Also ich muss ehrlich sagen, es sieht nice aus. Zenon, muss ich ehrlich gestehen, sieht am besten aus in seiner Fullbring-Form, sage ich jetzt mal so, weil, komm, es sieht so aus wie Ichigo, wenn er seine Fullbring-Form angenommen hat. Das war wirklich cool und das sieht, also das passt einfach zu seiner mit diesen Knochenform, die er halt angezogen hat und dann in seiner Hand dieser eine Raum, der da einfach so ist. Ehrlich, ich freue mich schon auf diesen Kampf gegen Yuno, weil das ist es, was einfach komplett jetzt alles ausmacht in diesem Kampf gegen die beiden. Bei Dante kann man jetzt nicht genau viel sagen, da weiß ich nur, dass er halt komplett in Schwärze gefüllt ist, also, aber es sieht mächtig aus, das will ich hier nochmal sagen. Und Venica, natürlich, Leute, Venica hat auf jeden Fall eine ganz andere Stärke bekommen. Man kann nicht genau sagen, was jetzt irgendwie bei der so richtig krass ist, aber ich muss auf jeden Fall hier nochmal krass erwähnen, dass sie erstmal hier so ein Herz an der Oberweite so hat, was ich echt cool finde. Und ihre Form ist ehrlich ganz cool. Wirklich, ihre Form sieht auch ziemlich nice aus. Zudem hat sie ja diese Ranken, die Magie von Charlotte, erstmal wieder irgendwie aufheben können. Also Charlotte hat es schwierig, weil wir kommen jetzt auch mal zu diesen Charakteren, denn wir sehen hier nämlich, wie Jack einfach mal, der ja von einem dieser Teufel hier komplett in die Wand geknallt worden ist, wo man sagen muss, dieser Teufel soll irgendwie Eismagie haben und ihn irgendwie eingefroren haben, so wie ich es verstanden habe. Und dann kommt es aber so, Dante nimmt nämlich wirklich mit seiner Gravitationsmagie und nutzt damit einfach mal Jack zu sich und der knallt irgendwelche Sachen auf Jack und Jack, ich weiß auch nicht, also es sieht richtig schlecht für Jack aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganzen Charaktere, wirklich Jack, Charlotte und so weiter, nicht gegen diese Dark Triaden aushalten können. In, sagen wir mal, 100%. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also, ganz ehrlich, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann noch das, was alles dazu kommt. Bei Venica und Charlotte ist es genauso. Venica greift Charlotte komplett an und Charlotte hat es unnormal schwierig, blutet wie Sau. Also, es ist, wie man es wollte. Wir sehen zuerst, wie die Dark Triaden am Arsch sind und dann kommt einfach wieder dieser plötzliche Rückblick. Oh Gott, das ist irgendwie geil. Also, muss ich ehrlich mal wirklich sagen, das ist mega cool gemacht von ihm. Und ja, wie gesagt, es wird aber noch schlimmer, denn, wie man es erwähnen sollte, das Tor ist ja offen, ne? Das Tor ist ja so offen, dass sogar die Dark Triaden 100% nutzen können. Und dann kommt ja nämlich so etwas. Das
dass sogar wahnsinnig, wahnsinnig viele Teufel jetzt auch noch aus diesem Tor rauskommen. Aber die sind natürlich unteren Rang. Also sagen wir mal so, diese Teufel sind sogar auf dem Level, die jetzt hier rumrennen, sind auf dem Level von Liebe, genauso wie von Sagret. Okay? Oder auch diese Level von Nachtsteufel. Nicht mehr, auch nicht weniger. Das sollte man hier nochmal ganz klar erwähnen. Also das sind so kleine Fische im großen Ganzen. Und die greifen halt die Leute erstmal aus dem Spake-Königreich an. Und bei Mereliona ist es gerade nicht genau anders, denn sie hat ebenfalls irgendwie ein Problem. Wie ich es im letzten Kapitel-Review gesagt habe, hätte ich mir gehofft, dass es irgendwie etwas anders wird mit dem Teufel jetzt allgemein für Mereliona, damit das ein bisschen krasser abgeht. Es ist wirklich so. Also dieser Teufel steht auf und er wird jetzt noch stärker und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass Mereliona hier wirklich einen Kampf haben wird, den sie nicht so einfach überstehen wird. Jetzt geht's noch weiter. Und das ist irgendwie das Krasseste hier, ehrlich. Muss ich wirklich auch nochmal gestehen. Es geht nämlich so weiter, dass wir nämlich sehen können, dass im Clover-Königreich, einfacher gesprochen, nämlich im Hage, da erscheint nämlich so ein Riesenteufel. Und wir wissen alle, was das für ein Teufel ist. Also es ist ganz einfach gesagt, Leute, es ist dieser Riesen-Demon-Lord aus der erste Folge, aus der erste Teufel, der jemals hier auf der Welt kam. Leute, das ist genau dieser Teufel, dieser Riesenteufel, der einfach mal da aufgetaucht ist. Weil man hat nämlich gesehen, wie welche aus der Kirche gesehen haben, dieser, irgendwas hat sich da geändert, so war irgendwie so komisch und dann kam einfach aus dem Nichts dieser Riesenteufel raus und ich muss ehrlich sagen, da könntest du dich ein bisschen erschrecken, ehrlich gesagt, weil der ist jetzt einfach so im Clover-Königreich und jetzt muss man nämlich bedenken, wer ist alles im Clover-Königreich, wer könnte genau genommen dieses Riesenviech besiegen und dazu muss man auch nochmal sagen, alle starken, wirklich alle krassen Leute aus dem Clover-Königreich sind im Spake-Königreich und wenn mir jetzt einer sagen will, Kaiser könnte den aufhalten, nein, das kann er nicht. Also bitte, das klappt nicht. Das klappt wirklich nicht. Wir haben Julius mit null Kraft. Wir haben niemanden hier, außer Asta, der in der Nähe ist. Und den sehen wir hier gerade im Kapitel, der irgendwie noch im Luft holen ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er es gerade richtig gepackt, diese Kraft zu kontrollieren. Und ich kann euch sagen, nächste Woche geht es wohl richtig los. Und ich stelle mir gerade so krass vor, wie Noel gegen Vendikan dieser 100% kämpft. Ey, Junge, das wird einfach eine geile Folge. Das wird einfach ein geiles Kapitel in übernächste Woche, übernächste Woche. Black Clover ist aktuell mega geil. Der erste Teufel, den wir hier nämlich haben werden, ist wieder zurück und da könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass wahrscheinlich Patri und wahrscheinlich auch allgemein die Elfen gegen den kämpfen werden. Es kann gut passieren und ich feiere das unnormal ab, was Tabata hier macht. Plot auf Plot auf Plot auf Plot. Leute, ihr könnt mir gerne wirklich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr diese Spoiler? Morgen, übermorgen oder übermorgen gibt es auf jeden Fall die Review zum Kapitel. Da werden wir noch detaillierter reingehen. Aber Leute, das hier ist schon mal richtig krass gewesen, weil ich bin unnormal wieder beim Hype. Ey, das ist alles unglaublich hier. Also man kann mir wirklich nicht sagen, dass Black Clover schlecht ist. Das geht einfach nicht. Leute, wie gesagt, eure Meinung ist auf jeden Fall gefragt. Die Spoilerbilder sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt auf meinen Twitter-Account. Da könnt ihr mir gerne auch nochmal folgen, wenn ihr Bock habt. Und zudem kann ich hier nochmal sagen, Leute, wenn euch das diese Spoiler-Talk gefallen hat, dann würde es mich hier natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und hier links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.